Herzlich willkommen zu diesem Talk. Willkommen alle auf dem Stream, alle, die zuhören. Es ist großartig, euch hier in dieser großen Halle zu sehen. Und unser nächster Gast ist Fefe, das ist ein Security Consultant. Security Consultant? Ja, ein Security Consultant. Er ist auch einer der Gründer von der Firma, die Blau heißt. Die machen Sicherheitskonzepte. Und Fefe gehört zum CCC, zum Inventar, fast so wie die Downtime des Wikis. Und für die, die nicht aus Deutschland sind, Fefe hat ein kleines Blog in Deutschland. Ein kleines und hübsches, also ein wirklich, wirklich kleines, also es lesen kaum Leute. Da können wir vielleicht das Thema wechseln. Ich möchte gern sagen, dieses Blog ist die einzige Webseite, die kommt, wenn ihr in die Berliner U-Bahn geht. Es ist also die schnellste Webseite aller Webseiten. Und Fefe redet heute über Programme, die sich selbst sandboxen und warum das eine gute Idee ist. Und in diesem Talk checkt mal eure Privilegien. Da, ja, bitte begrüßt mit mir Fefe. Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Also bei diesem Talk hier geht es darum, wie ihr eure eigenen Programme so schreiben könnt, dass selbst wenn sie exploited werden, weil ihr einen Bug eingebaut habt, dass das der Schaden niedrig ist. Und die Idee ist ziemlich alt. Also sie ist wahrscheinlich älter als wo ich angefangen habe, also wo ich darüber geblockt habe in 2007. Das ist der älteste Eintrag, den ich gefunden habe. Und ich habe also eine ganze Weile darüber Dinge dazu gemacht und habe zumindest darüber nachgedacht. Und jetzt gibt es dann langsam die Teile dafür, die man braucht. Und jetzt kann ich euch zeigen, wie das funktioniert. Also bevor wir anfangen, ich möchte eins klarstellen, das macht man nicht anstatt, dass man seinen Code fehlerfrei macht, sondern man macht seinen Code erst gut und dann, es ist so eine Art Versicherung, es kann euch retten, aber es gibt halt keine Bezahlung, wenn ihr nachlässig seid. Also der Plan ist, dass ich euch zeige, welches Problem ich lösen will. Ihr denkt, wenn ihr Software planen wollt, dann sieht es so aus. Und wenn ihr es dann wirklich schreibt, dann sieht es halt so aus. Und wir hängen ab von Code, der viele, viele Bugs enthält in unserem täglichen Leben. Und viele von diesen Bugs sind sicherheitsrelevant. Und wenn jemand was angreift, dann hat es normalerweise was mehr Rechte hat, als der Angreifer hat. Und wenn der Angriff erfolgreich ist, dann hat der Attacker Privilegien gewonnen in dem System. Also wie können wir das Problem lösen? Und die offensichtliche Idee ist, naja, stell halt einfach sicher, dass dein Code keine Bugs enthält. It's not that simple, it turns out. Ja, und es stellt sich raus, das ist nicht ganz so einfach. Und die zweite offensichtliche Möglichkeit ist, die sicherzustellen, dass der Code nur von wenigen Stellen aus erreichbar ist, zum Beispiel nur aus dem Intranet. Also dass es zum Beispiel nur nach HTTP, über HTTPS, nachdem man sich authentifiziert hat, erreichbar ist. Und das macht es vielleicht nicht leichter für zum Beispiel deinen E-Mail-Provider, weil jeder sich seinen Account besorgen kann. Oder es ist ein interner Microservice, den man halt von dem Internet gar nicht sehen kann. Oder es ist hinter 7 Proxys. Oder Leute können sich ziemlich abstruse Szenarien ausdenken. Ja, man könnte den Code auch auf die Sonde Voyager 1 legen. Man möchte die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass was gehackt wird. Aber selbst wenn man das macht, dann kann man trotzdem exploited werden. Und wie können wir das schwerer machen, dass jemand den Code exploitet? Und darauf ist jetzt die meiste Forschung gerichtet aktuell. Also man kann nicht ausführbaren Stack haben, das ein ziemlich praktisches Feature ist. Man kann Cookies auf dem Stack haben, man kann den Heap harden.
Es gibt ASLR, positionsunabhängige ausführbare Dateien, ROP-Schutz. Man kann gefährliche APIs verbieten, man kann die Developer besser ausbilden, die Entwickler besser ausbilden oder ein Bug-Bounty-Programm, wenn man also Geld rumliegen hat, das ist dann auch eine gute Idee. Oder man kann den Code auf einer Architektur ausführen, wo man hoffen kann, dass niemand weiß, wie man das exploitet. Aber am Ende reduziert es nur das Risiko, man kann immer noch nicht gut schlafen. Und die Idee, über die ich heute rede, da geht es darum, vielleicht kann ich den Code in meine Zwangsjacke packen und die Privilegien abwerfen. Das heißt, selbst wenn jemand den Code ausnutzt, dann ist die Rechte, die er dadurch bekommt, ist minimal. Also umso weniger du selbst machen kannst, kann auch der Angreifer an Rechten gewinnen. Und jetzt gibt es einen großen Unterschied zwischen, was der Code tun kann und was der Code eigentlich macht. Und ich werde jetzt drüber reden, was der Code machen kann. Also es geht nicht darum, dass ich sage, na, ich schreibe nirgendwo Dateien, also sollte ich sicher sein. Nein, wenn jemand Code ausführen kann in deinem Prozess und dann kann er irgendwo hinschreiben, dann ist das ein Problem. Und es geht also nicht darum, was euer Programm versucht zu machen, sondern was es eben machen könnte mit den Privilegien, die es aktuell auf dem System hat. Also ein Angreifer ist nicht eingeschränkt dadurch, was euer Code versucht zu tun. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Also wenn man sowas ausführt wie Ping, dann ist ein SUID-Root-Programm auf Linux oder ein HTTP-Dämon oder irgendein Systemdienst, das läuft normalerweise als Superuser, zumindest traditionell. Und der Superuser hat Zugriff auf alles in dem System und das ist wirklich, wirklich schlecht. Und die erste Idee ist, das ein bisschen zu reduzieren. Das ist ein Symbolbild für, was der Superuser machen kann. Also wir reduzieren die Privilegien. Ich laufe als normaler Nutzer und habe ich aber immer noch eine ganze Menge Privilegien. Aber es ist besser. Und bei diesem Talk hier geht es jetzt darum, vielleicht können wir sogar mehr Privilegien noch abgeben. Ja, der Service kann also wirklich nur sehr, sehr kleine Dinge im System. Das ist die Idee. Und übliche Muster, um das zu erreichen, naja, die Applikation wirft Privilegien ab, man macht das gefährliche Zeug ganz am Anfang und gibt dann die Privilegien ab und man hofft, dass der Bug in dem Code ist, nachdem ich die Privilegien abgebe. Und das mag eine gute Annahme sein, aber vielleicht auch nicht, denn das ist also gefährlich. Also es ist aber ein gewöhnlicher Weg, das zu machen. Also ich werde gleich detailliert darüber reden, was man Privilegientrennung nennt. Also ich nehme einen gefährlichen Pfeil und packe den in einen anderen Prozess. Und was man sonst häufigweise macht, ist, man kann der Applikation nicht vertrauen, weil sie zum Beispiel sehr groß ist und dann tue ich sie in eine virtuelle Maschine oder in einen Jail und hoffe, dass diese Mechanismen reichen, dass quasi, wenn es schief geht, was dann alles passieren kann. Aber möglicherweise kann sich die App auch selbst einschränken und das ist eine neue Idee, glaube ich, also wurde zumindest erst in den letzten Jahren benommen. Angefangen zu machen. Und dann gibt es die Möglichkeit, so einen Broker-Service zu benutzen. Also man teilt einen Prozess auf. Die linke Hälfte des Prozesses kann keine Dateien öffnen, aber es kann zur rechten Hälfte mit der rechten Hälfte reden und die darf Dateien reden. Und die linke Seite fragt dann quasi die rechte Seite. Und das ist ein ganz kleines Stück Code. Das heißt, wir können sicher sein, dass das auf eine sichere Art und Weise passiert. Und es ist wichtig, dass wenn man Privilegien ablegt, dass die endgültig weg sind. Das heißt, dass ich quasi nur runtergehen kann, aber eben nicht die Privilegien mir wieder zurückholen. Und das klingt ganz einfach, aber in der Praxis ist es schwieriger, als man denkt. Und klassischerweise geht es eben nur darum, naja, ich möchte nur privilegierte Prozesse irgendwie einschränken. Also wenn man sagt, es läuft unter einem normalen Nutzer, naja, dann ist es schon irgendwie sicher. Aber daher kommt eben aus diesem Bereich kommt die Idee ursprünglich, wenn man Programme als Root startet. Beispiele sind zum Beispiel Pings, denn das braucht rohe Sockets und dafür muss es Superuser sein. Früher war auch der X-Server als Root ausgeführt, früher zumindest. Mittlerweile gibt es andere Wege, denn das braucht Zugriff auf die Grafikhardware. Und ein Beispiel ist auch Xterm, denn das möchte ein TTY, also ein Pseudo-Terminal erstellen und das sollen nur Super-User dürfen. Und die Idee ist, wir geben den Programmen erst Privilegien und dann werfen wir die Privilegien weg und die Hoffnung ist, der Attacker kann eben nur den zweiten Teil ausnutzen.
Die Trennung von Privilegien ist eine ganz alte Idee bereits im SSH-Bereich. Die SSH-Community hat quasi angefangen, diese Ideen zu machen. Die haben das Konzept, soweit ich weiß, erfunden. Die Idee ist, dass du deinen Prozess auftrennst. Also geh mal davon aus, du hast diesen ganz komplexen Krypto-Code und das Parsen der ganzen Low-Level-Krypto, die SSH macht. Und du denkst, du machst es richtig oder du bist nicht ganz sicher. Also packst du das in einen eigenen Prozess. Und diesen Prozess, den gibst du nur einen ganz kleinen, leeren Teil des Dateisystems, gibst da Zugang. Und dann gibst du, dass der nichts tun kann, außer das Protokoll zu parsen. Das heißt, wenn der also irgendwann hier irgendwas hier explodiert, dann explodiert nur dieser kleine Teil und nicht das große Ding. Das große Ding macht dann Diagnostik und stellt dann nur fest, oh, irgendwas hat mich wohl gehackt. Die andere Idee ist die, dass der Administrator eine App einsperrt in einem Art Gefängnis oder Container oder virtueller Maschine. Im Prinzip funktioniert das so, dass man das komplette System da angeht. Man kann das feingranularer machen, aber normalerweise nimmt einfach das ganze Ding, pockt es in eine Art eingeschränkte Umgebung und das tut der Administrator, nicht die Anwendung selbst. Das Problem ist, wenn du so einen Regelsatz hast, gibt verschiedene Arten, wie du das machen kannst, aber es läuft immer so, wenn du so einen Regelsatz hast, was das Programm kann, das und das machen und sonst nichts, wo gibt's diesen Satz, wo holst du diesen Satz Regel her? Das ist erschreckend schwierig, wenn das kein einfaches Programm ist, diesen Regelsatz zu bekommen. Für einfache Programme kann man das machen und das ist hinreichend okay, aber das sind nicht die Programme, um die wir uns Sorgen machen, richtig? Wir sorgen uns um komplizierte Programme wie Firefox. Außerdem, meiner Meinung nach, kann man nicht davon ausgehen, dass der Admin diese Regeln sich ausdenkt oder die irgendwie ermittelt. Es ist nicht der Job des Admins, herauszukriegen, was die Anwendung unter welchen Bedingungen möglicherweise in irgendeinem Fehlercode machst. Du weißt überhaupt nicht als Admin, ob du alle Funktionalität des Programms überhaupt verwendet hast. Bist du sicher, dass du jeden Knopf in Firefox überhaupt mal ausprobiert hast? Und du musst sicher sein, dass das der Fall ist, um zu gucken, dass dein Profil vollständig ist. Das heißt, was man üblicherweise hat in diesem Szenario ist, es gibt irgendeinen obskuren Fehlerfall und das Programm könnte den konnte ihn nicht ordentlich abfangen, wie zum Beispiel nicht genug Speicher oder was in der Art. Und auf einmal verhält sich das Programm anders. Und das ist eine Verletzung des Profils, was du gesetzt hast. Und das komplette Programm explodiert. Deswegen ist die Sache mit den Profilen schwierig. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Du kannst das zusammen machen, damit, dass das Programm sich selbst sandboxt. Das sind unabhängige Ideen. Aber ich denke nicht, es soll das Einzige sein, was wir machen, um Programme einzuschränken. Die andere Idee ist, vielleicht sollte nicht der Admin das machen, aber der Typ in der Distribution, also zum Beispiel der Debian-Paketverwalter, macht das. Aber ich glaube auch nicht, dass das eine gute Idee ist. Du kannst auch von denen nicht erwarten, dass die das machen. Das sind im Wesentlichen Studenten, die das in ihrer Freizeit machen. Woher sollen die das Ja haben, um Firefox sich vollständig anzuschauen und dieses Profil zu bauen? Die zentrale Idee meines Vortrags ist also, dass die Anwendung sich selber einschränkt. Also denk im Wesentlichen darüber nach, das ist der Werwolf, der sich selber ankettet, bevor der Vollmond kommt, nach dem Motto, selbst wenn irgendwas passiert, ist das Problem immer noch eingeschränkt. Das heißt, also, was du tust, ist, du hast einen kleinen Teil vom Dateisystem, nur der Kram drin ist, den du wirklich brauchst und nur dort kannst du darauf zugreifen. Da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man das machen kann, wir werden darüber reden. Du kannst nicht Dateien zugreifen, die außerhalb dieses kleinen Teils liegen oder vielleicht kannst du gar keine Dateien aufmachen. Du brauchst nicht so oft Dateien aufmachen, wie du brauchst. Aber manchmal muss man Dateien aufmachen, zum Beispiel fürs DNS-Lookup und dann stellt man fest, der Teufel steckt wie üblich im Detail, es ist einfacher, darüber zu reden, als es wirklich zu machen. Was anderes, was oft übersehen wird, ist, selbst wenn du das Dateisystem nicht zugreifen kannst, gibt es vieles, was du machen kannst. Der System 5 Inter-Process Communication zum Beispiel ist ein eigener Namespace. Du kannst geteilten Speicher mit anderen Prozessen machen, andere Art von Inter-Process Communication. Du kannst Signale senden, Prozesse töten. Du kannst ptrace benutzen, eine Debug-API von Unix, um dich als Debug an einen anderen Prozess anzuschließen und dann außerhalb deiner Umgebung auf Dinge zuzugreifen. Also es reicht nicht einfach nur, das Dateisystem einzuschränken. Da muss man mehr machen. Die Hauptsache, die man also hier mitnehmen sollte, ist, du musst vermutlich deine Anwendung umstrukturieren, der Art und Weise, wie sie läuft. Du schränkst ein, was die Hauptanwendung tun kann, damit du den Teil kleiner Sachen machen kannst, über den du wirklich sicher sein musst, was er tut.
Und dieser Broker-Service ist dann komplett getrennt von dem Hauptprogramm. Der macht Entscheidungen wie, ich möchte diese eine Datei zum Lesen aufmachen. Da fragt das Programm den Broker-Service. Oder diese Datei fürs Schreiben aufmachen. Und das Broker-Service macht zusätzliche Checks über das, was das Betriebssystem eh schon macht. Damit das wirklich die Sache wert ist, muss man sicher gehen, dass der Hauptprozess wirklich keine Rechte hat, selber aufs Dateisystem zuzugreifen. Da gibt es verschiedene Arten und Weisen, das zu machen, über die ich reden werde. Eines der Probleme ist, manchmal gibt es Wege für das Hauptprogramm, um den Broker, den Verhandler, auszutricksen. Also wenn man zum Beispiel einfach nur einen getrennten Prozess macht, der als derselbe User läuft, dann kann man da sich als Debugger dran anschließen. Wenn das Hauptprogramm dann also gehackt wird, könnte es ptrace benutzen, um die Code-Ausführung im Broker zu überschreiben und dafür zu sorgen, dass er macht, was er will. Das heißt, das ist alles wieder schwieriger, als man vielleicht oberflächlich denkt. Also lass uns in die Details gehen. Erstens, der Oldschool-Weg, der alte Weg, so zum Beispiel das, was Ping machen sollte, so was man in den 90ern gemacht hat. Also was du grundlegend hier hast, ist, du hast zwei Benutzer-IDs im Prozess, in der Datenstruktur, die das Betriebssystem für den Prozess hat. Da gibt es zwei Benutzer-IDs, die wirkliche und die effektive Nutzer-ID. Wenn das Programm als Set-UID ausgeführt wird, dann ist die effektive User-ID die das Programm sagt, was das Programm Set-UID zu ist. Also wenn das Programm irgendwas macht, dann guckt es sich nicht die echte UID an, sondern die effektive UID. Also wenn du, immer auf, du hast das verstanden, du willst deine Privilegien wegwerfen. Du könntest dann einfach, um zurückzugehen auf deine alten Nutzerrechte, könntest du SetEffectiveUID von GetUID machen. Und man sollte denken, das reicht, richtig? Stellt sich heraus, nein, das ist nicht genug. Denn es gibt noch eine dritte UID, die es einem erlaubt, wieder zurückzugehen, sogar nachdem jemand die Privilegien weggeworfen hat. Dass jede Version von Unix und BSD hat, die haben an diesem Punkt alle leicht unterschiedliches Verhalten. Es war eine Zeit lang also sehr schwierig, Code zu schreiben, der das wirklich richtig gemacht hat. Dann ist irgendwann eine neue API erfunden worden, die heißt ZRESTUID, wo man alle drei User-IDs mit setzen kann. Und das ist ein guter Weg, Privilegien zu setzen, aber das ist nicht genug, das einfach aufzurufen, man muss den Rückgabewert prüfen. Wenn du das nicht machst, dann können Sachen wirklich schief gehen. Es könnte auch sein, dass es nicht ausreicht, die User-ID zurückzusetzen. Es gibt auch noch Gruppen-IDs, die Privilegien haben. Also der Teufel steckt immer im Detail. Also was könnte zum Beispiel passieren, wenn ich der Super-User bin und ich setze SetRootsID auf irgendeinen User? Wie könnte das schief gehen? Naja, also zum Beispiel gibt es systemweite Ressourcenlimits für die Nutzer-IDs. Da könnte es zum Beispiel ein Limit geben, dass so ein User-ID nur 10 Prozesse haben kann. Und wenn diese User-ID schon 10 Prozesse hat und der Super-User will Privilegien auf diese Prozess, auf diese ID heruntermachen, dann wird das schief gehen. Und wenn du den Rückgabewert nicht prüfst, dann hast du im Wesentlichen quasi keine Privilegien weggeworfen. Also wenn du irgendwas hiervon machst, dann sei vorsichtig und sei sicher, dass du alle Nebeneffekte verstehst, beachtet hast und Dinge auf dir achten musst. Es war sogar früher noch schlimmer. Es gab noch einen anderen API-Aufruf namens ReUID, der so aussah, als würde er das wirklich machen, aber er tut es nicht. Und du findest immer noch in vielen Programmen heute Code aus Rückwärtskompatibilitätsgründen, der diesen Set, wenn SetRestUID nicht da ist, SetReUID aufruft, dieser Code ist eigentlich immer schlecht. Also wenn du auf einem System bist, das SetRestUID nicht hat, dann bau das Programm nicht. Du brauchst es. Es gibt keinen Weg drumherum. Also ein Beispiel hier ist von einem Apple-Security-Hinweis, Apple-Sicherheitshinweis von einer Weile. Im Wesentlichen sagt er, das Problem war, dass der SetReGID es nicht geschafft hat, Privilegien wegzuwerfen. Und ja, das ist das, was dieser Aufruf machen soll. Also seid sehr vorsichtig damit, testet, ob es auch wirklich funktioniert, prüft alle Rückgabewerte. Tja, also haben wir jetzt wirklich die Privilegien abgegeben? Sagen wir mal, wir sind Ping und wir haben uns einen rohen Socket besorgt und wollen jetzt gucken, haben jetzt die Privilegien weggeworfen und jemand greift uns erfolgreich an. Und jetzt ist halt die Sache, na gut, wir sind jetzt vielleicht nicht mehr root, aber was ist, wenn der Angreifer tatsächlich nur den rohen Socket haben wollte? Naja, den hat er jetzt. Das heißt, Privilegien abgeben, das ist mehr.
Und das Konzept, okay, wir machen jetzt erstmal das gefährliche Zeug, das kann auch schwieriger sein, als es aussieht. Also was ist zum Beispiel, wenn wir Command-Line-Arguments, also Kommandozeilen-Argumente parsen? Das kann auch voller Fehler sein. Und dann sagen die Leute, na gut, wir müssen das zuerst machen und dann machen wir das Hardware-Zeug und dann werfen wir die Privilegien weg. Also das ist, also Kommandozeilen-Argumente parsen ist auch gefährlich. Und was ist, wenn der Angreifer Umgebungsvariablen benutzt? Und was ist, wenn der Fehler in dem dynamischen Linker ist? Also das ist sogar noch bevor dein Main-Programm also deine Main-Funktion ausgeführt wird. Also Privilegien abzugeben ist ein schwierigeres Konzept, als es zunächst aussieht. Und wie gesagt, wenn ich nur den rohen Socket haben wollte, dann kann ich nicht viel machen. Das muss Ping ja am Ende können. Also reden wir zuerst über Privilegientrennung. Also sagen wir mal, ich habe einen Dienst und möchte hochgeladene Bilder konvertieren, um zum Beispiel ein Vorschaubild, also ich will sicherstellen, ich entferne Metadaten aus einem JPEG, also die EXIF-Daten zum Beispiel, sowas in der Art. Und die, wie ich das normalerweise mache, ist, ich muss alle Bilderformate unterstützen und niemand will das machen und deswegen lade ich mir eine Bibliothek runter. Und das sind riesige Programme, die auch in der Vergangenheit viele Sicherheitsprobleme hatten und es gibt eigentlich keinen Grund, denen jetzt zu vertrauen. Und das könnte also ein guter Grund sein, Privilegientrennung zu machen. Man schiebt das Ganze in einen anderen Prozess, der keine Privilegien hat und der muss nicht auf das Dateisystem zugreifen, weil der kriegt das Bild über eine Pipe oder einen Socket und gibt das Ergebnis über eine andere Pipe oder Socket zurück. Das könnte man also einschränken. Und es gibt einen Unterschied zwischen, ob man die Bibliotheken direkt benutzt oder noch einen Wrapper benutzt, also das ist sogar noch populärer, sowas wie Image Magic. Egal wie man es macht, das ist eine große Menge an Code, dem man auf keinen Fall vertrauen sollte. Und wenn man das macht, dann wäre das ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, Privilegientrennung zu benutzen. Und die Idee ist also, diese Bildbearbeitung schieben wir in einen anderen Prozess und schränken den ein. Und was meinen wir mit einschränken? Also wir wollen die offensichtlichen Sachen, Dateisystemzugriff, System 5 IPC, andere Prozesse, IPC, also sicherstellen, dass es keine neuen Kanäle für Interprozesskommunikation geben kann. Die man ihm gab, als es erstellt wurde, das kann er natürlich weiterhin benutzen. Möchte sicherstellen, dass der Angreifer keine Shell bekommt oder kein Netzwerksocket erstellen kann. Also das kann auch schlimm sein, wenn der keinen Zugriff hat auf BinSH. Vielleicht gibt es ein Routing-Problem. Also es soll also nur ein Microservice sein, der also nur sichtbar ist von dem einen Rechner in der DMZ, aber es hat eine Default-Route, die da nicht sein müsste. Also das könnten wir auch einschränken. Und es gibt also viele, viele Ideen, was ihr versuchen könntet einzuschränken. Und übliche Ansätze sind Namespaces oder ein Gefängnis und ein Wächter. Und die Namespace-Idee, da bastle ich mir quasi ein gefälschtes Dateisystem, das aussieht wie ein echtes Dateisystem, aber es hat nur die Teile drin, die der Prozess tatsächlich auch braucht. Und das ist dieses gefälschte Dateisystem ist das einzige, das der Prozess tatsächlich sieht. Das ist einer der Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das macht man normalerweise sowas wie etc-hosts oder etc-resolve.conf. Die kann man benutzen, also wenn der Prozess, den man versucht einzuschränken, DNS-Lookups macht. Also das sind Dateien, die man dann braucht, auch in dem gefälschten Dateisystem. Und wenn das gefälschte Dateisystem auf var jail1 liegt, dann gibt es also eine Datei var jail1 etc-hosts. Und das Namespace-Konzept kann man auch für UIDs und also für Benutzer-IDs und Prozess-IDs benutzen. Und der Unterschied wäre, wenn man eine Art Container hat und in dem Container gibt es einen Init, der Init hat er dann Prozess-ID 1 oder nicht. Also wenn ihr einen in einer Jail habt, könnt ihr mehrfach PID 1 haben. Und das ist halt eine Detailfrage, die euch vielleicht nicht interessiert. Vielleicht braucht ihr gar keinen Init in eurer Jail. Aber wenn ihr einen Namespace habt und jeder Container hat seinen eigenen Prozess-ID-Namespace, dann gibt es also keine Gefahr, dass es irgendwie eine Interaktion gibt. Zum Beispiel, wenn man Kill oder Signale, P-Trace, alles, was irgendwie davon abhängt, dass eine Prozess-ID benutzt wird, das kann also niemals außerhalb dieser Jail gehen.
Und der andere Ansatz ist, eine Art Gefängnis zu haben. Bei FreeBSD gibt es einen Namen, der heißt Jail. Das ist sowas Ähnliches wie Unix-Berechtigungen werden da überprüft. Das wird genauso gemacht bei Windows. Das ist ein altes Konzept. Also wenn man einen File-Descriptor bekommt, dann kann man da nochmal öffnen da drauf, obwohl man später eigentlich gar kein Open mehr machen kann. Also die die Checks werden quasi gemacht, wenn man die Datei öffnet und nicht, wenn man schreibt oder liest. Das Einzige, was Lesen und Schreiben macht, ist die Les- und Schreibberechtigungen abprüfen. Das heißt, man verhindert das Öffnen und man hat so eine Art Wächter, und wenn der Code irgendwas öffnen möchte, dann muss es zu dem Wächter sprechen oder auch wieder so eine Art Broker-Service. Na gut, der kann dann sagen, naja, etc-host ist okay, um da zu lesen, aber etc-host zu schreiben, nee, das ist nicht in Ordnung. Und das ist die andere Art und Weise, das zu machen. Und das kann man ganz analog machen für Sockets. Solange das resultierende, also solange es am Ende irgendwie um einen Dateidescriptor gibt, dann kann man das eben so weitergeben, wie man das mit Unix-Dateidescriptoren macht. Okay, und bei Descriptor weitergeben, da ist das Konzept recht einfach, aber wie man es wirklich macht, das ist relativ schwierig, und ich würde euch empfehlen, das nicht selber zu machen. Findet Code, der das macht. Ihr könnt meinen benutzen, den gibt es in dieser Bibliothek. Das ist ziemlich fies. Das ist also wie so eine Wüste aus. Ja, also ich meine, es kann passieren, ihr lauft auf irgendeinem Betriebssystem, von dem habt ihr noch nie gehört. Das ist ziemlich böse. Es sind also am Ende nur 3 Zeilen Code, aber es sind für jedes Unix, was es gibt, sind es 3 verschiedene Zeilen. Und wenn man das jetzt wegabstrahiert, dann sollte das in Ordnung sein. Also wie schränken wir den Zugriff auf das Dateisystem ein? Die alte Lösung dazu heißt Change Root, also die Wurzel des Dateisystems zu wechseln. Was man da macht, ist, man erzeugt ein neues leeres Verzeichnis, das Root gehört, das nur lesend ist, das nennt man varjail oder wie auch immer man es nennen will. In dem Dienst macht man dann, sagt man dann Change Dir zu diesem Verzeichnis, dann macht man alle offenen Dateien zu, dann sagt man Change Root auf dasselbe Verzeichnis und dann gibt man seine Privilegien ab. Weil wenn du die Privilegien zuerst abgibst, dann kann man Changeroot nicht machen. Changeroot braucht Super-User-Privilegien. Das ist also das, was man tun muss, bevor man seine Privilegien abgibt. Gehen wir also mal davon aus, wir machen das, und der Prozess will dann Foo aufmachen. Dieses Foo wird dann relativ zum aktuellen Verzeichnis sein. Das ist offensichtlich, aber selbst wenn man versucht aufzumachen jetzt ...:/Foo, das ...... Wird nicht klappen, weil das gehört zu den Dingen, die Changeroot sicherstellt, dass es nicht klappt. Auch wenn es ein symbolischer Link ist, der ...... enthält, auch das wird nicht funktionieren. Man kommt also nicht aus diesem Teil des Dateisystems raus, es sei denn, man hat einen offenen Dateideskriptor, der raus zeigt, der außerhalb dieses Unterdateisystems zeigt. Das klingt doch alles mal ganz schön. Wir haben Regenbögen und Einhörner. Nein, leider nicht. Man kann rauskommen aus so einem Changeroot-Gefängnis, wenn man selber Root ist. Weil zum Beispiel Changeroot nestet, arbeitet nicht verschachtelt unter Linux. Wenn man also neues Changeroot macht, während man noch einen Dateideskriptor auf das alte Changeroot hat, dann ist man raus. Hier ist der Code, der das macht, damit ihr das auch mal gesehen habt. Wenn also dein Prozess innerhalb des Changeroot-Umgebung, wenn der irgendwie ein Dateideskriptor geben kann auf einen Dateideskriptor, der außerhalb vom Changeroot ist, dann kann der da rausgehen. Entweder mit Changedir oder mit fchangedir. Fchangedir ist die Alternative. Changeroot selbst wechselt nicht das Verzeichnis. Man muss beides machen. Wenn man nicht beides macht, dann ist es nicht effektiv. Und man muss die Rückgabewerte prüfen. Wieder mal. Sogar wenn man in einem Changeroot-Gefängnis ist, alles, was das macht, ist Dateisystemzugriff prüfen, Sockets, Signale und so weiter, funktioniert immer noch alles, ist also nicht wirklich eine gute Lösung, nur für Dateisystemzugriff, nicht vollständig, man muss mehr machen. Mehr Probleme mit Changeroot sind, dass Funktionen in Bibliotheken manchmal auf Dateisystemen zugreifen, ohne dir das mitzuteilen. Das bekannteste Beispiel hier ist der DNS-Zugriff, GetHostByName. Abhängig vom Betriebssystem kann es sein, dass der hunderte von Dateien aufmachen will, resolve.conf, resolveconf.conf, ns.irgendwas,
Man muss dann wirklich gucken, was die eigene libc, die man verwendet, da macht. Und man muss sicherstellen, dass all diese Dateien in dem Changeroot-Gefängnis zur Verfügung stehen. Besonders problematisch sind hier, wenn das Programm, dass man einschränken will, nicht in der kompilierten Sprache ist, sondern zum Beispiel in Perl. Perl wird dann versuchen, andere Module zum Beispiel aufzumachen. Wenn das Programm anfängt mit use irgendwas, irgendein Perl-Modul, dann wird Perl versuchen, dieses Perl oder Python, wird versuchen, dieses Modul zu laden. Skriptsprache sind ziemlich schwierig hier. Man muss diesen ganzen Perl-Code komplett im Gefängnis haben, in der Changeroot-Umgebung, damit Perl den auch finden und laden kann. Und in diesem Moment riskiert man dann, dass irgendjemand in diesem Jail die Dateien verändern kann. Das heißt also, man muss auf die Berechtigungen für die Dateien sehr vorsichtig, muss man da drauf achten. Noch schlimmer, der übliche Weg, diese Dateien in so ein Gefängnis reinzumachen, ist ein Hardlink. Wenn ich also einen Hardlink mache und jemand ändert die Datei in dem Changeroot-Jail, dann ändert das die Datei auch außerhalb des Changeroot-Gefängnisses. Also selbst wenn sie aus dem Gefängnis nicht rauskommen, können sie immer noch dein System kompromittieren. Also man muss wirklich vorsichtig mit so Sachen sein. Lass uns also anschauen, was für Lösungen verschiedene Betriebssysteme hier haben. Eine der ersten Ideen, die ich persönlich sehr gut finde, ist das BSD Secure Level, Sicherheitsstufe. Ist im Wesentlichen dieselbe Idee, die ich schon erwähnt habe, die man innerhalb eines Prozesses macht. Man macht zuerst die gefährlichen Sachen, wie Dateisysteme einhängen, Dateisystemprüfungen vornehmen. Die müssen alle die rohen Datei-Block-Devices der Festplatte zugreifen. Aber wenn man das fertig ist, dann braucht man vielleicht so einen Zugang nicht. Das ist ein Server im Produktivbetrieb, also könnte man dem ganzen System das Recht nehmen, rohe Block-Geräte zuzugreifen. Und Secure Level kann genau das machen. Man kann es nur erhöhen, nur Root kann es erhöhen und niemand kann es verringern, ohne das System neu zu starten. Das bedeutet auch, dass man Zugang auf Def Cayman verbieten muss und Sachen, also ähnliche Sachen. Secure macht das alles auch. Dann, ich habe bereits geredet über Changeroot. Jail ist sowas Ähnliches, nur viel besser. Das Jail hat sein eigenes Wurzelverzeichnis für das System. Man kann außerdem IP-Adressen für verschiedene Jails setzen. Das heißt, im Endeffekt hat man ein Root-Verzeichnis in dem Gefängnis. Aber man hat nicht das Problem, was man sonst hat, wenn man Root im Gefängnis hat. Also ein Root im Gefängnis ist nicht wirklich ein Root. Ein Root im Namespace ist so eine Art Zwischending zwischen Namensräumen, zwischen Namespaces. Das ist alles noch in Entwicklung. Die werden gerade jetzt im Wesentlichen noch immer erweitern. Also schaut euch weiterhin an, wie die Fähigkeiten von Jails sich weiterentwickeln. Da wird noch dran gearbeitet. Der Administrator, der diese Jails einrichtet, kann festlegen, ob zum Beispiel System 5 Interprozesskommunikation erlaubt ist oder ob rohe Sockets erlaubt sind und Dinge wie dies hier. Das ist wirklich gut. Und es wurde verwendet zum Beispiel, um eine containerartige Hosting-Lösung für FreeBSD zu bauen. Eines der Probleme mit Jail, vielleicht kein Problem, aber es macht mich ein bisschen unzufrieden zurück. Es ist nicht wirklich ein Namespace, ist mehr so eine Markierung, ein Flag am Prozess. Sie haben die Datenstruktur für Prozesse im Kernel erweitert, wo dann drin steht, das hier ist relativ zu Jail 5. Und man könnte also theoretisch immer noch sagen, kille PIT 5, Prozess 5, aber das geht nicht, weil ein extra Check ist. Aber das heißt, es muss überall ein extra Check, wo was mit PEDs getan wird, muss ein extra Check sein, um diese Jails zu prüfen. Ich denke, das ist riskant, aber es scheint ziemlich stabil zu sein. Mir sind keine Probleme bekannt, die sie damit hatten. Die Prozessor D1 ist immer im äußeren Host, nicht in irgendeinem der Jails, der Gefängnisse. Wenn man PRD1, Prozess 1 töten will von irgendeinem Jail, wird es nie gut gehen, weil PRD da nicht hingehört. Also es ist wie so Namespaces light, wenn man so will. Aber das heißt, wenn es zwei Prozesse in verschiedenen Jails gibt, können die nicht dieselbe Prozesse, die haben. Das ist ein leichtes Leak an Informationen. Ist nicht klar, ob das ein Problem ist, aber nur damit man mit allen klar ist, wie das hier funktioniert. Also, lass uns anschauen, die APIs, die Programmbibliotheken, die einschränken können, was Programme tun. Capsicum ist der FreeBSD-Weg, das zu machen. Das ist insgesamt eine ziemlich coole Idee. Die Idee ist, dass man einen Broker-Service abtrennt und man benutzt Capsicum, um sicher zu machen, dass alle Zugriffe auf globalen Namespace, wie öffne eine Datei, erstelle einen Socket, dass die alle schief gehen.
Und der einzige Weg, einen File-Descriptor zu bekommen, ist durch den Broker zu gehen. Um sicherzustellen, es gibt ein paar mehr Einschränkungen in Capsicum. Man kann zum Beispiel sagen, ptrace ist verboten. Man kann auch sagen, Operationen auf Sockets. Nur diese einige Socket-Operationen sind erlaubt, um ein bisschen mehr detailliertere Kontrolle zu haben. Aber es ist nicht wirklich super detailliert. Man kann zum Beispiel nicht sagen, mmap ist verboten, selbst wenn man wollte. OpenBSD hat sich dann noch eine neue IPA ausgedacht, die heißt Tame, zähmen. Das ist ähnlich wie Capsicum, aber schränkt die Sache noch ein bisschen weiter ein. Mein Problem mit dieser API ist, dass sie diese Flags haben, die sie brauchen. Und wenn du irgendwelche anderen Wege brauchst, deinen Prozess einzuschränken, geht das nicht. Alles, was du hast, sind genau die Flags, die sie für dich zur Verfügung stellen. Es ist also nicht wirklich programmierbar, wenn man so will. Es ist nicht so flexibel wie Linux. Aber wenn diese Flags alles sind, was du brauchst, und für die meisten Leute sollte das reichen, dann ist das insgesamt ziemlich gut. Das Problem ist, dass das Defines sind in C. Wenn man also verschiedene Versionen von OpenBSD unterstützen will, hat man eine Hölle von if-devs. Wenn dieses Flag zur Verfügung steht, nutze es ansonsten nicht. Also das ist nicht so ganz portabel danach, fühlt sich alles nicht so super an für mich. Aber die OpenBSD-People stimmen dazu, deswegen haben sie jetzt eine neue API. Ja, die heißt Pledge. Und was man damit macht, ist, man macht im Prinzip dasselbe wie die Flags, nur man macht so einen String. Und der String wird dann vom Kernel ausgelesen. Und wenn man versucht, man irgendwas mit Pledge aufzurufen, was der Kernel nicht kennt, na, dann passiert irgendwas nichts. Aber der Kernel muss jetzt Strings parsen und das ist auch gefährlich. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine Verbesserung ist, aber es gibt es halt auch. Eine ziemlich gute Idee da drin ist, die es sonst nirgendwo gibt, ist, man kann auch eine Liste von Pfaden übergeben. Und Dateisystemzugriffe funktionieren nur, wenn der Dateiname in einem von diesen Pfaden liegt. Das heißt, man muss jetzt keine Jail aufsetzen oder Changeroot benutzen, sondern man kann einfach sagen, okay, etc-host ist okay, aber ansonsten mein Home-Verzeichnis ist in Ordnung, aber alle anderen, /temp ist in Ordnung, so eine Art Liste. Und mein Programm muss halt niemals nach User Bin irgendwelche Aufrufe machen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Das würde ich mir bei den anderen APIs auch wünschen. Also gucken wir uns Linux an. Linux hat ein recht frühes Konzept von Capabilities, von Fähigkeiten. Das war noch aus der Zeit, als wir noch gar nicht drüber nachgedacht haben, mehr als nur an Privilegien abzulegen. Das heißt, die Idee ist, anstelle von Privilegien geben wir dir erst gar nicht die Privilegien, die du nicht brauchst, aber das ist nie wirklich benutzt worden. Das heißt, es könnte also ein Ping geben, was kein Superuser ist, als Superuser läuft, sondern es kriegt nur den Teil, wo man rohe Sockets anlegen kann. Also es könnte jetzt zum Beispiel nicht irgendwie so ein Device direkt zugreifen. Aber das ist nie wirklich benutzt worden, soweit ich weiß. Und dann gibt es ein kombiniertes Ding, das gibt es bei OpenBSD und Linux, das heißt SysTrace, das ist auch ziemlich alt. Und die Idee ist, es gibt ein systemweites Profil, das sagt, naja, LS kann OpenDir, ReadLink, ReadDir und Write machen, das sind Systemaufrufe, weil es halt den Output zum Beispiel schreiben muss. Aber wenn es sonst irgendwas macht, dann geht ein Alarm los und das ist die Idee. Aber das Profil gehört halt nicht zum Programm und das Programm kann sein eigenes Profil nicht setzen, sondern das ist wieder was der Admin einstellt oder wird bei Installation eben mit installiert. So sieht dann so ein Profil aus zum Beispiel. Ihr müsst es jetzt nicht genau angucken, aber nur damit ihr eine Idee habt, was ihr erwartet. Es ist eine Textdatei. Und das Problem dabei ist, woher kommt das Profil? Also, naja, die Antwort ist, der Admin ist irgendwie geschult oder hat so einen Training-Modus. Und da habe ich vorher schon drüber geredet. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, weil es ist schwierig, so ein Programm zu prüfen, was man selber geschrieben hat. Und die meisten Leute können noch nicht mal Unit-Tests so schreiben, dass sie alles abdecken. Also wie kann man denn erwarten, dass der Admin das hinbekommt? Also ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist.
Und dann gibt es eine Serie von Patches für den Kernel, der heißt GR Security. Der bietet Features an, die sind vom Konzept her ähnlich wie SysTrace. Die gehören nicht zu dem normalen Kernel. Also ich mache jetzt hier keine Werbung dafür. Aber ich denke, wenn ihr sowas haben wollt, dann sollte es halt eigentlich in dem normalen System drin sein und braucht keine externen Abhängigkeiten. Und dann gibt es SE Linux, das ist auch relativ bekannt. Das ist vom Konzept her dasselbe wie SysTrace, ein bisschen mächtiger, aber kann wieder nicht benutzt werden, um euch selbst zu sandboxen. UpArmor ist auch wieder so ein ähnliches Ding, kann auch wieder nicht benutzt werden, um sich selbst zu sandboxen. Und die API, die man benutzt, um sich selbst zu sandboxen, die heißt SecComp-Filter. Das ist von einem Startup-Firma von 2005 und die Idee war, okay, ihr könnt eure CPU-Zyklen, die ihr nicht braucht, für wissenschaftliches Rechnen und Cloud-Computing spenden, aber weil man den fremden Code halt nicht trauen kann, benutzt er halt so ein Sicherheitssystem. Und die Idee ist, es benutzt Berkeley Packet Filter. Wer weiß denn, was das ist? Das ist eine virtuelle Maschine, die mit Bytecode arbeitet. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist eine Stack-Maschine mit sehr eingeschränkten Instruktionen. Und es gibt Tools, aber dann ist es immer noch schrecklich. Aber es gab jetzt im Linux-Kernel irgendwie einen Just-in-Time-Compiler. Also die haben gedacht, na gut, das ist schnell, das sollten wir mehr benutzen. So sieht ein Programm aus für TCP-Dump, wo es dafür gedacht wurde. Wenn ihr sagt, okay, Port 22, dann wird Bytecode zusammengestellt, der dann schaut, okay, das Paket ist IP, TCP oder UDP und das ist eben Port 22. Also es ist ziemlich abstoßend. Und die Idee mit SecComp Mode 2 war, dass man statt Paketen jetzt einen Speicherbuffer reingibt, der diese Syscall-Nummer reingibt und also zu dem Syscall und alle Argumente dazu. Und dann kann man ein kleines Programm oder Bytecode schreiben, die sich das Ding anguckt. Und dann kann man sagen, nee, also dieser Syscall ist jetzt nicht erlaubt. Und es gibt noch ein paar Details im Hintergrund. Aber es läuft darauf hinaus. Wir haben ganz viele Makros und das ist wirklich hässlich, aber ich dachte, ihr solltet das wirklich mindestens einmal sehen. Ihr würdet also sowas machen wie allow syscall open, allow syscall exit und das ist dann alles, wenn man nicht die Argumente sich anguckt. Aber es gibt noch zusätzliche Tricks, was auch ursprünglich ein Sicherheitsproblem war. Es gab eine Plattform, die verschiedene Binärdateien erlaubt und da musste man dann zusätzlich nochmal einen Check machen, aber darüber rede ich hier jetzt nicht. Und dann baut ihr ein Programm, das sieht dann so aus. Da habt ihr also so diese ganzen BPF-Jump-Aufrufe und BPF-Statement. Also es gibt hier zum Beispiel BPF-LD ist ein Load und dann gibt es einen Jump und BPF-RED sagt, na gut, hier ist das Programm zu Ende. Und dann setzt man das hier so auf PRCTL, das ist also ein Linux-Syscall, also soweit ich weiß, gibt es den nur auf Linux und der Vorteil ist, es funktioniert. Also wenn man es wegabstrahiert, dann riecht es nicht mal so schrecklich und das ist tatsächlich relativ effizient durch den Just-in-Time-Compiler und es ist auch relativ mächtig, aber auf der Gegenseite, was zur Hölle haben sie sich dabei gedacht? Also wenn man denkt, Leute schreiben so einen Code, dann sollte also die Komplexität von dem Überprüfungscode nicht genauso kompliziert sein wie der ursprüngliche Code, sonst sind da ja auch wieder Fehler drin. Und es gibt alle möglichen Wunderlichkeiten, wenn man sie benutzt. Also zum Beispiel aus historischen Gründen gibt es verschiedene Art und Weisen, manche Dinge zu machen, zum Beispiel Exit gegen Exit Group oder MMAP und MMAP 2. Alle möglichen Sachen und am Ende macht man irgendwie beides, auch wenn man nur einen von den Calls benutzt, weil sie dasselbe machen. Aber es ist halt eine ganze Menge Sachen, die man wissen muss, damit man es tatsächlich benutzen kann. Und für MMAP gibt es sogar noch ein echtes Problem, weil MMAP hat mehr Argumente, als es bei 386 für Register gibt. Und die erste Version für den MMAP-Syscall hat tatsächlich die Register gar nicht benutzt, sondern einen Pointer auf einen Puffer benutzt. Und diesen Puffer kann man sich nicht angucken von SecComp-Filter aus. Das heißt, wenn jemand das alte MMAP benutzt, naja, dann gibt es keine Möglichkeit,
SecCom-Filter zu benutzen, um das einzuschränken, um auf die Argumente zu gucken. Gott sei Dank hat glibc das schon sehr lange nicht mehr benutzt, also solltet ihr irgendwie kein großes Problem haben. Und wenn ihr jetzt Argumente angucken wollt, dann sieht es halt irgendwie so aus. Also in dem Fall haben wir Open und ihr wollt sicherstellen, dass ihr nur lesend öffnen könnt. Und das ist ziemlich hässlich, das seht ihr ja, aber ihr könnt versuchen, das wegzuabstrahieren. Also lass uns mal davon ausgehen, ihr wollt Open erlauben, aber nur für etcreserve.conf. Das ist eine Sache, die man oft machen will, kann man nicht mit SecCom-Filter machen. Warum? Weil man sich den Speicher nicht anschauen kann. Könnt ihr euch jetzt wundern, warum erlauben sie das nicht? Naja, selbst wenn es getan werden könnte, wäre es immer noch unsicher. Denkt an diese Szene. Wenn du zuerst prüfst und guckst, okay, das ist etcreserve.conf und dann erlauben wir, der OpenSys-Call darf passieren, dann gibt es auch eine gewisse Zeit, die vergeht zwischen der Kontrolle und dem Open und ein anderer Thread von demselben Prozess den Buffer mit dem Dateinamen ändern könnte. Das heißt, also selbst wenn sie den Check erlauben würden, würde es nicht funktionieren. Das heißt, du kannst dir die Puffer mit SecCom-Filter nicht anschauen, das ist gut so. Wenn du das wirklich machen willst, dann brauchst du so einen Broker-Service im Wesentlichen. Es gibt ein paar Dinge, die man versuchen könnte. Also man könnte zum Beispiel mmap einschränken und sagen, es muss eine Read-Only-Seite sein für das Argument oder nur diese Adresse ist zugelassen. Und wenn ich dann den SecCom-Filter einrichte, nur diese eine Adresse ist als Argument erlaubt, aber das wird wirklich eklig und ich würde euch nicht raten, das zu machen. Aber wenn man da ein bisschen drüber nachdenken, mProtect wäre der syscall, den man braucht, um eine Read-Only-Map auf eine Read-Write-Map, also nur Lesen auf Lese-Schreiben-Zugriff zu ändern, das müsste man auch verbieten. Und du musst sicherstellen, dass wenn jemand mUnmap aufruft auf einer Speicherbereich, der sich überlappt, dass das auch nicht geht. Das wird auch wirklich eklig alles. Also lass uns das nicht machen. Jedoch, zum Glück ist Linux nicht Unix. Und das in einem Broker zu machen, ist relativ einfach. Man kann einfach ein Open in dem Broker machen und sich dann den kompletten Pfad der Datei über das Proc-Dateisystem anschauen. Das wäre ein Weg, das möglich zu machen. Oder man benutzt die Namespaces, Namensräume, was wahrscheinlich der bessere Weg ist. Im Wesentlichen ist das, wie man das machen würde mit einem Broker. Du musst dir die Frage stellen, haben wir wirklich irgendwas eingeschränkt, wenn wir durch diesen ganzen Ärger uns hier machen? Also gehen wir zum Beispiel davon aus, am Ende hast du sowas wie Firefox und der hat die Speichern-Unter-Funktionalität im Firefox. Und die Idee ist, dass du damit überall ein Dateisystem hinschreiben kannst. Wie schränkst du das ein? Also selbst wenn du das in einem Broker-Service tust, wenn jetzt jemand Firefox angreift, könnte dieser jemand immer noch, er könnte nicht schreiben, aber er könnte den Broker-Service fragen, irgendwo hinzuschreiben und weil der nun mal das Schreiben erlauben soll, dann wird der Broker-Service das erlauben. Oder zum Beispiel nicht speichern unter, sondern das Öffnen lokaler Dateien. Du darfst Öffnen sagen im Firefox und dann ihm eine Datei geben. Das heißt, der Broker-Prozess müsste das Öffnen von Dateien erlauben, von lokalen Dateien. Das bedeutet also, selbst Dateien, die gar nicht für Firefox brauchbar sind, wie dein privater SSH-Schlüssel, Firefox kann sie öffnen. Also selbst wenn du Firefox einschränkst, und Firefox ist hier wirklich nur eine Metapher für irgendeinen x-beliebigen komplexen Prozess, also zum Beispiel MySQL, dasselbe Sache. MySQL braucht die Berechnung, Dateien aufzumachen, weil es Funktionalität gibt, für die das nötig ist. Man kann es vielleicht wegsparen, wenn man es speziell fährt, wo man es nicht braucht, aber man kann das nicht generell für alle machen. Also es ist generell ein Problem. Du kannst mehr Einschränkungen machen, wenn du mehr weißt über deine Anwendung. Und das ist eines meiner Argumente, weil der Administrator weiß das üblicherweise nicht, der Programmierer weiß das. Der große Elefant im Raum ist auf jeden Fall, hier sind die Bugs im Kernel, die Fehler im Kernel. Wir haben einen kritischen Kernelfehler normalerweise alle 6 bis 12 Monate. Wenn wir also uns auf einen Sicherheitsmechanismus wie Namensräume oder SecCom-Filter verlassen, dann wird das nächste Sicherheitsproblem könnte dort drin sein. Das ist komplizierter Code. Komplizierter Code hat Bugs, richtig? Die Erwartungshaltung ist also, die meisten nicht gefundenen Bugs sind in obskuren Orten des Kernels. Also mein Beispiel zum Beispiel wäre das Handling von X25 Sockets. Das sind wahrscheinlich Bugs in der, was niemanden kümmert. Wenn wir das einschränken können, würde uns das etwas bringen. Es hat also Sinn, nicht nur Berechtigungen einzuschränken, sondern darüber hinaus hat es den Sinn einzuschränken, die Kernel-APIs einzuschränken, die der Programmierer verwenden darf.
APIs einzuschränken, die ein Problem in der Zukunft haben könnte, ist auch ein Gewinn. Selbst wenn wir jetzt nichts Konkretes davon haben, dann ist das quasi Versicherung für die Zukunft. Also die erste Regel in SecOmFilter, ist, sperre Aufrufe an SecOmFilter. Also zum Beispiel habe ich versucht, meine Ping-Implementierung einzuschränken, um ein bisschen das Gefühl für die ganze Implementierung zu kriegen. Also was du machst ist, okay, du holst einen rohen Socket, du gibst deine Privilegien ab und jetzt willst du einschränken, was der Angreifer tun kann. Also bevor du anfängst, die Kommandozeile zu parsen. Du schränkst es ein, die Dokumentation sagt, wenn du zwei Filter mit SecOmFilter anwendest, dann gelten beide. Da dachte ich mir, oh, das ist ja super. Das heißt, ich kann das in mehreren Stadien machen. Das erste Stadium beschränkt die Sachen, die ich nie brauche. Dateisystemzugriff kann ich erst einschränken, wenn ich DNS fertig habe. Das kann ich erst machen, nachdem ich die Kommandozeilenargumente gemacht habe. Das heißt, ich habe mehr Rechte, als ich brauche, während ich die Kommandozeilenargumente parse. Das heißt, ich habe mehrere Aufrufe an SecOmFilter dann gemacht und ich habe herausgefunden, das funktioniert nicht so wie dokumentiert. Also das solltet ihr beachten. Ich konnte einen Filter installieren, der SecOmFilter verbietet, zweimal. Also guckt nach, dass ihr Unit-Tests habt für eure Einschränkungsmechanismen. Unter Windows kann man das theoretisch machen, aber es ist so schwierig, dass ich euch davon abraten würde. Wenn du wirklich sicher bist und willst das unter Windows machen, dann schaut euch an, wie Chrome seine Sandbox macht. Das ist Open Source. Es ist wirklich haarig und ich würde mich nicht sicher fühlen, wenn ich irgend so ein Stück Code in meine Projekte hätte, ehrlich zu sein. Also wenn du es irgendwie könnt, verwaltet Windows dafür grundsätzlich. Das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr ihren App-Lockdown verwendet, sie anbieten. Das ist nicht euer Fehler, wenn es schlecht ist, aber das selber zu machen, ist keine gute Idee unter Windows. Also, kommen wir zur Zusammenfassung. Ich denke, insgesamt von der Funktionalität her sind wir ziemlich gut dran. Wir können die meisten Dinge tun, die wir tun können wollen, unter Linux, FreeBSD und OpenBSD zumindest. Das detaillierte Einschränken ist möglich, aber es ist schwierig und knibbelig, das zu machen. Wenn ihr Code schreibt, dann ist dieser Code im Endeffekt auch kompliziert, also von daher ist kein so wirkliches Argument. Wenn du wirklich paranoider Autor von Software bist, dann kannst du ein bisschen Performance opfern, um Sicherheit zu gewinnen. Die Spur gibt hier vor, im Wesentlichen OpenSSR, deren Sandbox-Code solltet ihr euch wirklich mal anschauen, wenn ihr wissen wollt, wie man das selber macht. Persönlich muss ich sagen, ich habe das Gefühl, ich kann nachts gut schlafen, da ich weiß, dass ich die Prozesse alle eingeschränkt habe, meine Prozesse, und ich weiß, dass das Einschränken funktioniert. Also abschließende Worte. Benutzt das in eurem eigenen Code. Ich denke, das sollte quasi immer passieren, genau wie Unit-Tests beim Deployment. Jeder sollte das machen. Wenn ihr denkt, euer Prozess ist zu groß, um das zu machen, dann teilt ihn auf. Ich denke, wir sollten hoffen, wir sollten zuarbeiten auf eine Zukunft in 10 Jahren, wo keine Software mehr verteilt wird, die nicht in irgendeiner Art und Weise sich selber einschränkt. Wenn dein Code nicht mehr funktioniert nach irgendeinem Update, weil die Einschränkung zu eng ist, weil sie jetzt mehr Rechte braucht, dann hast du es richtig gemacht. Weil das heißt, deine Einschränkungen waren sehr präzise. So sollte es sein. Also es ist natürlich Arbeit, das Ganze. Versteht mich nicht falsch, es ist harte Arbeit. Ihr müsst euch dabei stark konzentrieren, ihr müsst genau prüfen, ob ihr wirklich auch erreicht habt, was ihr wolltet. Aber ihr könnt es schaffen und ich denke, ihr solltet es tun. Irgendwelche Fragen? Ich glaube, wir haben nur 5 Minuten, also von daher. So we have about 8 minutes. Wir haben so circa 8 Minuten. Könnt mir immer eine E-Mail sagen, aber ich bin hier auch immer verfügbar. Erste Frage aus dem Internet. Okay. Die erste Frage aus dem Internet ist, falls du den Talk gesehen hast bezüglich der Cloud API, was denkst du darüber? The talk on Cloud API. Der Talk über die Cloud API. Cloud API. Ja, den habe ich nicht wirklich gesehen, aber ich habe das Video angeschaut. Ich denke, die benutzen im Wesentlichen dieselben Mechanismen. Ich würde trotzdem der Ankündigung, die sie gemacht haben, nicht vertrauen, dass man da ungeprüften Code ausführen kann, wenn man ihn einschränkt. Aber im Wesentlichen, was sie machen, ist dasselbe. Die benutzen diese Mechanismen, um das einzuschränken, und das ist die Art und Weise, wie ihr es machen müsst.
Mikrofon 1. Was genau war deine Kritik am SecComp2-Mechanismus? Ist das das Design der virtuellen Maschine, der konkrete Befehlssatz oder die Tatsache, dass man diese Makros schreiben muss, um seinen Code zu schreiben? Naja, also ich meine, ihr müsst die Makros nicht benutzen. Es gibt eine Bibliothek, die das wegabstrahiert. Aber nachdem gerade der Punkt ist, das zu benutzen, weil ihr euren Bibliotheken nicht vertraut, dann solltet ihr diese Bibliotheken nicht benutzen. Und mein Punkt ist, das ist zu kompliziert. Also die OpenBSD-API ist relativ gut in dem Sinn. Das ist relativ einfach zu benutzen und man kann nicht viel falsch machen. Und ich würde hoffen, dass es eine Möglichkeit gibt, sowas leichter zu machen, auch bei Linux. Mikrofon 2, was hältst du von dem XDG-Ansatz zum Einsetzen von Anwendungen? XDG-App, was das GNOME-Projekt macht, um größere Beschränke, Prozesse einzuschränken, die üblicherweise nicht als Root laufen, sondern als normaler Nutzer. Da habe ich mir die Details leider noch nicht angeschaut, tut mir leid. Mikrofon 4, meine Frage ist, das ganze Wegwerfen von Privilegien, das passiert zur Laufzeit. Es gibt jetzt ein paar Prozesse oder Werkzeuge, wo man weiß von Anfang an, ich brauche bestimmte Rechte überhaupt nicht. Würde es nicht Sinn machen, wenn man sowas hätte wie SecComp in der speziellen Sektion von der Elf-Binary, die in der Kernel schon lädt, und von Anfang an das anzuwenden? Ja, also das wäre total großartig, aber dafür haben wir halt bislang noch keine Werkzeuge. Wenn das jemand zusammenbasteln würde, das wäre klasse. Eine Frage aus dem Internet. Die Frage ist, was hältst du davon, eine Anwendung in sowas wie Docker, in der Hardened-Version von Docker zu laufen zu lassen? Ja, also ich denke, das ist eine gute Idee, aber woher wisst ihr, also ich meine, Docker schränkt nicht wirklich alles ein. Docker benutzt Namespaces, was eine gute Idee ist, aber wenn ihr einen Kernel-Bug habt, dann kann man halt mehr machen, und auch um es zu vermeiden. Also nicht in allen Fällen, aber ich fühle mich nicht so sicher mit Docker, wie ich mich zum Beispiel mit Docker und einer Applikation, die zusätzlich noch SecComp macht. Mikrofon 3. Alles, was du uns erklärt hast, klingt so wie, ich muss all diese Funktionen von C aus aufrufen. Gibt es irgendeinen Weg, all diese Einschränkungs-APIs von irgendwelchen Sprachen, die typsicher sind oder speichersicher? Ja, wahrscheinlich, aber da müsst ihr halt verstehen, was die Runtime von diesen Sprachen macht, und das ist noch ein ganz großes zusätzliche Komplexität. Also normalerweise kann man von hochleveligen Sprachen auch immer C-Code in irgendeiner Art und Weise aufrufen, also sollte es möglich sein. Mikrofon 2. Meine Frage hängt mit der vorherigen zusammen. Du hast resolve.conf erwähnt, dass es gelesen wird üblicherweise während des DNS-Lookup. Gibt es irgendwelche Ansätze, das Ganze ein bisschen modularer zu machen, wenn man zum Beispiel eine Bibliothek hat und dann kann man auf irgendeine Art und Weise dokumentieren oder spezifizieren, was genau dieser Aufruf oder jener Aufruf genau braucht in Bezug auf Betriebssystemressourcen? Also ich kenne da gar nichts, aber die meisten Betriebssysteme dokumentieren das irgendwie in ihrer eigenen Dokumentation. Aber wenn ihr Software schreibt, dann wollt ihr normalerweise, dass die besser übertragbar ist. Also nicht nur funktioniert mit dieser Version von libc. Das heißt, man muss halt dann präziser sein, was die Blockierung angeht, oder man muss eben portabel sein. Und ich glaube, das ist ungut. Das ist der falsche Ansatz. Eine Frage aus dem Internet. Nicht wirklich vom Internet, aber von einem der Engel hier. Ich werde das Mikrofon gerade weitergeben. Du hast erwähnt, dass man mit den Broker-Diensten zum Beispiel das Öffnen von Dateien verhindern kann und dass das nicht hilft mit Prozessen wie Firefox, die beliebige Dateien aufmachen können. Was wir zum Beispiel machen mit UpArmor ist ein Broker-Service, ist, wir verwenden einen Broker-Service, und es ist der Broker-Service, der den User nach der Datei fragt, die aufgemacht werden soll, sodass also das Programm im Hintergrund nicht fragen muss, welche Datei.
Also wenn ich von Broker Service rede, dann meine ich nicht, dass das Betriebssystem irgendwas startet, sondern das Programm teilt sich am Anfang auf und einer von diesen zwei Prozessen ist dann der Broker für die andere Hälfte. Das heißt, ich meine jetzt nicht, dass, also wenn ihr wollt, dass der Administrator irgendwas installiert, damit die Applikation sicherer ist, dann darauf solltet ihr euch nicht verlassen, denn ihr wollt, dass eure Applikation immer sicher ist. Also ihr solltet es selber machen als Programmierer. Mikrofon 8. Hallo. Es ist nicht ein Problem, dass die meisten dieser Mechanismen zum Einschränken von Privilegien voraussetzen, dass man Super-User-Rechte vorher hat. Das erzeugt also nicht eine zusätzliche Zeit der Verletzbarkeit für Programme, die wirklich eigentlich gar nicht Super-User-Rechte brauchten, aber sich selber einschränken wollen? Also ich glaube nicht, dass die meisten APIs Super-User-Rechte brauchen. Seccom-Filter braucht es nicht, Tame und Pledge glaube ich nicht. Ich bin bei Capsicum nicht sicher, aber ich denke auch nicht. Changeroot braucht's und Jail braucht's, denn die sind eigentlich für andere Sachen gemacht. Aber wenn ihr sowas schreibt wie Ping und ihr habt einen externen Mechanismus, den rohen Socket zu bekommen und ihr braucht nicht als Root zu laufen, dann könnt ihr dieses APIs natürlich benutzen, ohne Root zu sein. Vielen Dank für die